Hallo liebe Modellbahnfreunde, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Modell und Bahn. Und Sie sehen es bereits schon an meinem Hintergrund, wir sind jetzt auf der internationalen Spielwarenmesse hier in Nürnberg, um Ihnen ganz exklusiv die Neuheiten zu zeigen. Ja, liebe Modellbahnfreunde, die weltgrößte Spielwarenmesse in Nürnberg im Jahre 2014 eröffnet wieder ihre Pforten. Und wir eröffnen traditionsgemäß unseren Rundgang hier auf der Modellbahnmesse mit Tillich. Und als bewährter Gesprächspartner steht mir wieder Heiner Groh zur Verfügung. Und er wird uns jetzt sicherlich auch gleich sagen, was es Neues bei Tillich im Programm gibt. Ja, liebe Modellbahnfreunde, wir haben natürlich auch in diesem Jahr viele, viele Neuheiten wieder für Sie vorbereitet. Dazu zählen natürlich Formneuheiten, Formvarianten, Bedruckungsvarianten, Lackiervarianten. Und da bin ich ganz froh und recht stolz, dass ich Ihnen davon einige vorstellen kann. Da haben wir doch gesehen, da gibt es im TT, im D-Zugwagenbereich, den Rheingold 2. Das ist ja nun wirklich ein ganz extravagantes Stück. Leider haben Sie aber nur diesen Speisewagen da, oder gibt es da noch mehr davon? Nein, wir haben im Prinzip, sage ich mal, deswegen hatten Sie auch richtig gesagt, Rheingold 2. Wir haben ja im letzten Jahr bereits Rheingold Teil 1 ausgeliefert. Das heißt, betrifft eine formneue, damals war es eine formneue E40 mit dem Aussichtswagen und einem zusätzlichen Ergänzungswagen. Und jetzt kommt im Prinzip der zweite Teil mit dem auch dann formneuen Buckelspeisewagen, komplett mit Inneneinrichtung ausgestattet. Und ergänzt wird das Set mit zwei zusätzlichen Erste-Klasse-Wagen. Damit hätten Sie mir ja schon die Frage gleich beantwortet. Das wäre nämlich das jetzt gewesen. Wie viele Wagen sind im Set da? Ja, und wie geht es weiter? Dann gibt es wohl, glaube ich, eine E-Lok. Richtig, wir haben einerseits E-Lok hier im Hintergrund, sehen Sie die E18. Die gibt es natürlich noch in einer weiteren Formvariante. Dann charakteristisch mit diesen etwas längeren Scheinwerfern oder Lampen vorne, die auch teilweise als Stielaugen, glaube ich, dann halt bezeichnet werden. Die haben wir jetzt formtechnisch auch umgesetzt. Die wird es also auch dann im Laufe dieses Jahres geben. Und die wird dann sicherlich auch digital und mit Sound und allem drum und dran. Also wir haben ja unsere Maschinen, unsere Loks weitestgehend mit Schnittstellen ausgerüstet, normalerweise Plugs 12 oder dann auch weiterführende Schnittstellen, je nachdem, was dann die Hersteller von den Digitalkomponenten immer so von uns fordern. Aber sie sind grundsätzlich alle mit einer Schnittstelle ausgerüstet, sodass auch derjenige, der digital fährt, dort die entsprechenden Decoder einbauen kann. Im Güterwagenbereich ist auch der Containertragwagen aufgefallen. Das ist jetzt auch was Neues bei Ihnen? Richtig, der ist also formneu, ist abgeleitet von unserem jetzt vor 2 Jahren herausgebrachten H0-Modell, was wir dann etwas auf den kleineren Maßstab oder die kleinere Nenngröße 1 zu 120 heruntergerechnet haben, Anpassungen vorgenommen haben, sodass es diesen Doppeltragwagen dann jetzt auch demnächst in TT gibt. Auch wieder zweiteilig gestaltet, also eine Seite beladbar mit Containern, andere Seite auch beladbar mit Aufliegern. So, und dann haben wir natürlich noch im TT-Bereich eine Diesellokomotive als Neuheit anzubieten. Das wäre die? Richtig, das ist die Baureihe 245, die ja vor 2 Jahren, glaube ich, auf der InnoTrans komplett neu vorgestellt wurde. Wir haben die ja im letzten Jahr schon mal angekündigt und haben gesagt, die wollen wir mal machen. Und wir haben die jetzt schon relativ zügig umsetzen können, also auch die komplett formneu. Es ist so, dass die voraussichtlich schon zur Jahresmitte in die Auslieferung kommt. Dann geht es weiter im Schmalspurbereich. Da haben Sie ja ebenfalls einige neue Sachen zu bieten. Ja, richtig. Die Schmalspur hat ja in den letzten 1-2 Jahren bei uns ein sehr großes Volumen dann halt auch eingenommen. Dem konnten wir natürlich auch in den letzten Monaten dann noch Rechnung tragen, indem wir dann halt unser Set ausgeliefert haben mit einer Form neuen Lokomotive, neue Personenwagen, neue Packwagen. Und diese ganze Reihe wollen wir natürlich jetzt in diesem Jahr mit neuen Entwicklungen fortführen. Dazu zählen auch 4-achsige neue Packwagen, neue Personenwagen, die wir dann halt dort im Sortiment mit haben werden. Es wäre jetzt fast zu vermuten, dass Sie, weil Sie sich gar so in den Schmalspurbereich reinstürzen, dass es in Sachsen ja noch relativ viele funktionsfähige Schmalspurbetriebe gibt in dem Sinne. Das ist richtig. Ich sage mal so, einerseits ist natürlich die Spurweite H0M interessant, der ganze Harz als solches, den wir natürlich in den letzten Jahren oder auch zukünftig dann mehr und mehr abklappern wollen, wenn man es mal so sagen darf. Aber auch gerade die H0E-Bereich, das natürlich in Sachsen sehr stark nachgefragt ist, wollen wir nicht vernachlässigen. Tillich hat ja schon vor vielen, vielen Jahren mal die Spreewaldbahn etwas näher unter die Lupe genommen und das mal so als kleiner Ausblick. Also dem werden wir uns sicherlich in den nächsten Jahren auch wieder mehr und mehr widmen. So, gibt es also jetzt im H0M-Bereich ja noch einen neuen Personenzugwagen beziehungsweise? Richtig, wir haben, sage ich mal, auch einen kleinen Packwagen, den 2-achsigen Packwagen, den wir jetzt halt angekündigt haben. Der wird also auch komplett formneu gestaltet und ist auch schon relativ weit. Wir haben bereits hier auf der Messe ein Handmuster, was es zu sehen gibt. Ich glaube, dieses Modell macht schon sehr viel her und dort werden wir sicherlich so Richtung 3., 4. Quartal liegen mit der Auslieferung.
Gibt es denn jetzt vielleicht noch aus dem letzten Jahr irgendwelche Lieferrückstände, die Sie vielleicht noch abarbeiten müssen? Also wir haben ja, was die Schmalspur betrifft, haben wir dort, sage ich mal, die Einzellok, die 996101, die wir jetzt im Bereich oder in der Größe H0M noch fehlt. Da kann ich aber, sage ich mal, alle Kunden beruhigen, die das jetzt bestellt haben. Wir werden voraussichtlich in den nächsten Tagen, also jetzt während der Messe, diese Lok in die Auslieferung bringen. Und ich denke mal, im Februar wird dann die H0E-Lok dazu folgen, die Schwesterlok entsprechend. Und ich denke mal, dann hat unser H0-Sortiment oder das Schmalspursortiment erst einmal einen relativ breiten Umfang. Aber wie gesagt, mit den Neuheiten, die wir angekündigt haben, wird das auch noch mehr werden. So, und das wird dann auch sicherlich, die Neuheiten, die Sie dieses Jahr ankündigen, werden auch sicherlich dieses Jahr dann noch in den Handel ausgeliefert werden. Also wir sind guter Dinge, dass es dieses Jahr alles noch kommt. Heiner Groh, ich bedanke mich ganz herzlich für das schnelle, knackige, kurze Gespräch. Es war ganz toll, wieder hier bei Ihnen am Stand bei Tillich gewesen zu sein. Und wir wünschen Ihnen natürlich für die Messe und für den Messeverlauf alles Gute. Vielen Dank. Prima, Dankeschön. Liebe Modellbahnfreunde, bei unserer nächsten Neuheitenvorstellung konzentrieren wir uns mal auf die Brille. Nicht auf meine, sondern auf die von Dr. René Wülfer, denn das ist immer das Highlight bei jeder Modellspielwarenmesse, oder? Zunächst darf ich auch mal die Modellbahnfreunde begrüßen und freue mich, wirklich, dass Sie heute wieder zu uns gekommen sind. So, also, das Highlight, die Brille. Ja, schön, wenn Sie das als ein Highlight betrachten. Zumindest können wir lesen, was draufsteht. Sonst können steht Sie da das? Können wir das? Okay, ganz ja, schick. Haben Sie ja nicht gemacht. Doch, was Pico. Steht da drauf? Ach, du liebes bisschen. Ja, Berg Kasan, was ist das? Jetzt hat er wieder seine Probleme. Liebe Zuschauer, jetzt das haben wir ein Problem. Das wird nicht geschnitten. Das wird mitgeschnitten in jedem Fall. Also, da steht drauf, wenn Sie hingucken, Sonne, Berg und Chashan. Sonneberg ist unser Kompetenzzentrum hier mit 170 Mitarbeitern und Chashan, unsere Fertigungsstätte für H0, N und TT in China. Gut, das hat gesessen. Danke, das war prima, aber ich kann Ihnen versichern, nächstes Jahr kommen Sie nach China. Komme ich mit was Ähnlichem an. Das verspreche ich jetzt schon. Aber von der Neuheit Ihrer Brille jetzt zu den tatsächlichen Neuheiten. Und da haben Sie auch nicht gekleckert, sondern eigentlich geklotzt. Und da gibt es ja sehr interessante Sachen, vor allen Dingen im Gartenbahnbereich. Und da fangen wir mal an. Wir nehmen den Zettel zur Hilfe. Die V36 als Diesel, als Rangierlok, ist ja auch teilweise als Streckenlok gelaufen, ist eigentlich der Klassiker unter den Diesellokomotiven. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir uns dazu durchgerungen haben, dieses Modell rauszubringen. Wird im Oktober erscheinen. Und ich glaube, dass wir hier eine ganze Reihe von Gartenbahnfreunden mit beglücken können. So hoffe ich zumindest. Ja, ist doch ein ganz attraktives Modell. Das nächste attraktive Modell, was Sie da anbieten, ich war immer ein bisschen im Zweifel, wie man das richtig liest, aber ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, die Camelback. Camelback ist eine amerikanische Dampflokomotive aus dem Westen, die es bisher noch nie auf dem Markt gegeben hat. Wenn man sie das erste Mal sieht, dann meint man eigentlich, naja, also so richtig toll schaut die ja nicht aus, aber dadurch, dass die eben so völlig anderes ist als andere Dampflok, nämlich das Führerhaus in der Mitte hat, ist die also sehr attraktiv und macht einen guten Eindruck. Und das Interessante dabei ist, der Lokführer, der musste also, wenn der von der einen Seite auf die andere Seite wollte, musste also aus der Kabine rausklettern, hinten rumgehen, unter dem Führerstand stehenden Heizer vorbei und dann auf der anderen Seite wieder rein, weil in der Mitte der Kessel durch das Führerhaus ging. Und da Sie mir das jetzt gerade so genau schildern, vermute ich mal, dass Sie der Lokführer sind. Wenn ich da reinfasse, vielleicht muss ich ein bisschen abnehmen. Nee. Werden wir sehen. Tolle Sache. Sie haben auch sicherlich den passenden Wagenpark dazu. Den hat man ja in den vergangenen Jahren schon vorgestellt. Also sicherlich auch eine ganz attraktive Geschichte im Gartenbahnbereich. Ja, glaube ich schon. Und wann kommt die ungefähr? Die Camelback, die kommt, glaube ich, Mai, Juni dieses Jahres. Mhm. Die ist, Sie werden sicherlich nachher noch eine Aufnahme davon machen können. Die ist also schon in der Produktion. Also die Formen sind fertig. Wir haben schon das erste Produktionsmuster. Geht, weiß ich nicht, vielleicht im Februar oder März wird sie dann in die Produktion gehen und doch relativ zeitnah jetzt kommen. Dann kommen wir mal zu Ihrem klassischen Thema oder Ihrer klassischen Schiene. Das war ja eigentlich bei Pico immer H0, wenn man an die Anfänge denkt. Und da haben Sie eine sehr interessante E-Lok, die Vectron.
Die Vectron ist eine neue Lok, eine moderne, ganz moderne Lok. Ich glaube, die ist uns in der Darstellung sehr gut gelungen. Sie hat eine interessante Frontpartie. Ich meine, die Seitenteile von den E-Loks, die sind durch die Farbgebung interessant, aber sonst relativ glatt. Was interessant ist, ist die Dachlandschaft mit den entsprechenden Isolatoren und Kabeln und so weiter, die Pantographen. Und dann eben die Front ist bei der Vectron doch ein bisschen anders als bei allen anderen Loks. Und ich glaube, die wird ihre Freunde finden. Kommt auch digital? Selbstverständlich. Wir wären alle, also was heißt Schnittstelle hat es ja, ob wir also bei der Vectron eine mit Sound bringen, das glaube ich im Moment nicht. Aber wir haben natürlich einen Sounddecoder für die Vectron auch, ganz klar. Aber sie wird nicht vom Abwerk bereits mit Sounddecoder ausgerüstet. Bei den Dieselloks machen wir das ja zum Teil. Also wer ein bisschen pfiffig ist und ein bisschen basteln kann, da kann er sicherlich selbst bereitstellen. Also bei unseren Loks brauchen sie nicht basteln können. Da wird lediglich das Gehäuse abgenommen, da wird der Decoder reingesteckt. Und wenn sie es mit Sound haben wollen, dann nehmen sie unten die Plastikabdeckung ab, setzen den Lautsprecher rein und löten zwei Drähte an und das war's. Da brauchen sie nicht viel basteln können. Das war doch mal in Kurzform eine Bauanleitung, wie man es eigentlich finden kann. Herr Dr. Wilfer, wir haben natürlich noch die Baureihe 220 der Deutschen Bahn oder Bundesbahn. Ja. Mit großer Frontklappe, haben Sie gesagt. Ja, ist eine Formvariante. Mhm. Die V200 ist ja letztes Jahr rausgekommen und hat sehr, sehr viele Modellbahnfreunde gefunden, was uns sehr gefreut hat. Und ich glaube, die ist von der Qualität und von der Detaillierung her auch sehr interessant geworden. Letztes Jahr und dieses Jahr eben machen wir eine neue Variante mit großer Frontklappe. Und warten auch schon viele drauf. Dann gehen wir mal zu TT. Das ist die weitere Schiene, die Sie ja aufgelegt haben in Ihrem Berufsleben sozusagen bei Pico. Da sind wir bei der V15. Das ist eigentlich so ein kleiner Klassiker als Rangierlokomotive. Das war ja eine der kleinsten und auch, glaube ich, die schwächsten, die auf deutschen Reichsbahngleisen gelaufen sind. Aber das drückt sich nicht in den Verkaufszahlen wieder, dass sie eine der schwächsten Loks ist. Nein, ich habe es fast vermutet. Nein, die ist die V15 kommt ja, ich weiß nicht, was machen wir dieses Jahr, muss ich auch mal gucken, ja. Kommt als DR-Epoche 3. Mhm. Wir werden eine ganze Reihe von anderen V15 sicherlich auch noch bringen, sind ja auch welche im Katalog schon angekündigt. Die Lok ist eine Besonderheit, weil... ist eine kleine Lok, wie Sie schon sagten. Und dann bringen Sie mal das ganze Zeug, was Sie brauchen, um das Ding richtig zum Laufen zu bringen, in so einer kleinen Lok unter. Und dann hat sie ja auch einen Stangenantrieb. Also ich muss dazu sagen, das war höchst kompliziert letztes Jahr, die gut laufend auf die Gleise zu stellen. Und das ist unseren Ingenieuren gelungen. Und da muss man sagen, großes Lob an die Mitarbeiter, dass sie das gemacht haben. Die läuft toll, die hat einen guten Sound und hat sogar noch eine Schnittstelle. Also auch das, sie können die also auch mit Decoder fahren. Gut, Lautsprecher geht da nicht mehr rein, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Aber eine schöne Lok, hat auch schon viele Freunde gefunden und in der Version noch mehr. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Dann haben Sie wiederum einen Klassiker aufgelegt, die Baureihe 130. Sie meinen den TT? Ja, TT. Ja. Also die 130 ist ja letztes Jahr im H0-Bereich rausgekommen. Großer Anklang, hat viele Freunde gefunden und es war von den TT-Lern erwartet worden, dass wir die 130 jetzt auch in TT rausbringen. Und das ist ein schönes Modell. Wir haben ja das erste Produktionsmuster hier, die ist in der Produktion jetzt. Ich glaube, wann kommt die raus? Die wird im April diesen Jahres, wird die also ausgeliefert, vielleicht sogar schon im März, ich weiß nicht. Und ja, tolles Modell, sieht gut aus. Also in der Lok auch im TT-Maßstab. Denke ich mal, in der Lok wird auch ein bisschen mehr Platz sein, noch einen Lautsprecher untergebracht. Da kriegen sie natürlich einen Lautsprecher unter, ganz klar. Und also können sie auch mit Sound fahren. Und wir haben ja da mittlerweile einen wirklich tollen Sounddecoder, der wirklich gigantisch ist. Und gut, im TT-Bereich haben sie kleinere Lautsprecher. Hat nicht so viel Volumen wie im H0-Bereich, aber trotzdem kommt der Klang entsprechend gut rüber. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Nur wird es noch eine Etage niedriger. Spur N, Baureihe 200.
Muss ich nachgucken? 218, genau. Ja. Kommt, glaube ich, jetzt im März wird die schon ausgeliefert. DR Epoche 4 ist eine Variante der E18, die wir letztes Jahr ausgeliefert haben. Ist ein sehr schönes, sehr detailliertes Modell. Gravuren am Gehäuse, toll. Ich habe mich selbst gewundert, dass man in so einem kleinen Maßstab so ein schönes Modell machen kann. Das wundert dem Laien, sagen wir, oder dem Modellbahner sicherlich auch, aber es ist ja schon sehr perfekt, was in der Modellbahnindustrie angeboten wird. Und das ist auch das Schöne daran, dass man die Modelle so lebensnah, so natürlich wie nur möglich auf die Schiene stellen kann. Ja, jetzt könnten wir natürlich noch stundenlang über Ihre Neuheiten sprechen, Herr Dr. Wülfer. Wir haben aber wenig Zeit. Wir haben die wichtigsten Neuheiten besprochen. Wir werden Sie auch nächstes Jahr sehr gern wieder besuchen und hoffen, dass Sie dann sowas Ähnliches wie ein Camelback wieder auf der Schiene stehen haben. Ja, also ich glaube, so viele Camelbacks gibt es nicht. Aber eine Geschichte vielleicht noch zu erwähnen im H0-Bereich, haben wir bisher nicht angesprochen, gibt es die 245. Mhm. Das ist auch eine neue Diesellok, die sich ganz besonders auszeichnet durch geätzte Ventilatorengittern. Sollten Sie sich vielleicht nachher noch mal kurz anschauen. Das ist also auch ein Schmuckstück für die Anlage zu einem attraktiven Preis. Dann fehlt ja nur noch die Bemerkung, wenn die Lüftergitter schon geätzt sind und die Lüfter drunter sind aber noch fest, oder werden die irgendwann drehen? Also bei uns werden die Lüfter nicht drehen, weil irgendwo erwartet der Kunde von uns ein tolles Modell, aber noch ein attraktiver Preis. Und wenn sie dann anfangen, Lüfter drehen zu machen, was wir sicherlich machen könnten, aber dann landen sie dann halt hinterher doch bei Preisen, die irgendwo zwischen 300 und 400 Euro liegen. Und das möchte ich unseren Kunden eigentlich nicht antun, sondern wir wollen in dem Bereich bleiben, wo wir schöne Modelle machen, gute Qualität machen, attraktiver Preis, sodass wir viele Modellbahnfreunde mit beglücken können. Hätte ich fast gesagt, das war das Wort zum Sonntag. Lieber Na, Dr. René Wülfer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses kurze, knackige, nette Gespräch. Wir freuen uns auf ein nächstes Jahr und ich wünsche Ihnen für die Messe noch alles Gute. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche den Pico-Modellbahnfreunden viel Erfolg dieses Jahr, viel Spaß mit unseren Modellen. Herzlichen Dank. Es ist schon zur guten Tradition geworden, dass wir natürlich auch am Stand von der Firma Noch Halt machen. Und wir wollen immer noch wissen, was es Neues gibt bei der Firma Noch. Ja, und im letzten Jahr hat uns Dr. Rainer Noch mit einer, ich sage es mal, Impression überrascht. Er hat es schnallen lassen. Jawohl. Ja? Und heute wollen wir es mal regnen lassen. Oh nein! Ja, heute lassen wir es mal regnen. Und das fehlt, glaube ich, noch. Das fehlt noch, der Regen fehlt noch. Hallo Herr Buttig, herzlich willkommen am Messestand der Firma Noch. Ich freue mich, dass Sie wieder hier sind. Ja. Und Gott sei Dank war da kein echtes Wasser drin. Ich glaube, das hätte der Anlage nicht wirklich gut getan. Das wäre mal eine Sache gewesen. Ja gut, so viel zum Spaß und nun mal zum Ernst des Lebens, solange man ernst bleiben kann. Es gibt ja wieder viele hervorragende Neuheiten, die Sie hier vorstellen. Im vergangenen Jahr war es auch der Table Dance, womit Sie die Modellbahn überrascht haben. Und was haben wir heute? Also wir versuchen jedes Jahr so ein kleines Highlight zu finden. Und dieses Jahr haben wir eine Rockbühne, also ein Rockkonzert mit einer Band drauf. Und natürlich stehen die da nicht nur so rum, sondern da kann man über einen 3,5 mm Klinkenstecker sein eigenes Abspielgerät anstecken, sei es ein iPod oder sei es irgendein MP3-Player. Und kann die Musik abspielen und in der Rockbühne integriert ist eine Mikroprozessor-gesteuerte Lichtorgel mit 12 farbigen LEDs und dann blitzt richtig das Licht in der Bühne im Takt der Musik. Ist das jetzt die Musik, die ich selber einspielen kann oder muss ich die von der Firma noch nehmen? Nein, Sie können Ihren eigenen Geschmack einspielen. Wir haben jetzt hier eine Isnier Rockband, die hat uns freundlicherweise GEMA-freie Musik zur Verfügung gestellt. Aber Sie können was immer Sie gerne wollen da einspielen. Gut, bei mir wäre es AC/DC. Passt bestens. Okay, dann gibt es ebenfalls eine Neuheit in den beleuchteten Figuren. Ja. Da habe ich nun wieder gedacht, meine Fresse, da muss doch geahnt haben, dass ich schon dreimal geblitzt worden bin dieses Jahr. Im, im,
wir wollten alte Erinnerungen in Ihnen wecken. Ja? Also wir haben eine Radarfalle, das ist also sowohl dieser stationäre Starrenkasten als auch so ein mobiles Radarmessgerät, dass die beiden Geräte blitzen und dann mit einem Zeitverzug von einigen Sekunden leuchtet die rote Kelle des Polizisten auf. Und ein kleiner Gag ist dabei, nicht jede Messung gelingt, so im wahren Leben auch, dann leuchtet die rote Kelle nicht, wenn die Messung misslungen ist. Das ist ja mal ein pfiffiges Detail. Fehlt ja nur noch, dass man die passenden Fotos dazu bekommt. Das wäre natürlich dann noch das Nonplusultra. Müssen wir noch dran arbeiten. Ja, dann kommen wir mal aufs Land. In Ihrer Heimat ist das ja gang und gäbe, die Weinberge. Ja, also nicht direkt, also am Bodensee haben wir viele schöne Weinberge und ich bin persönlich ein riesen Südtirol-Fan. Und wir haben uns dieses Jahr dem Wein verschrieben. Nicht nur Sie. Nicht nur Sie auch, ja. Wir haben uns dem Wein verschrieben. Unser Fokusthema heißt Heile Welt. Und haben uns gedacht, was passt besser in die Heile Welt als ein Weingut. Und so haben wir ein schönes Weingut, Hauser Bühler, aus dem Kaiserstuhle-Modell. Also die Gebäude gibt es im Original. Zusammen mit neuen Weinreben ist es dann in einem Set erhältlich. Und dann kann jeder seinen privaten Weinberg pflanzen auf der Modellbahnanlage. Okay, so, und dann kommen wir mal von dem Weinberg nochmal einen kleinen Sprung zu Figuren. Da gibt es ebenfalls ein komplettes Set an Neuheiten. Ja, also jedes Jahr ergänzen wir unsere Figuren um Themen, die unserer Meinung noch fehlen. Dieses Jahr sind es unter anderem auch Schwäne und Gänse und Hühner und Enten. Wir haben aber auch Straßenkehrer und Obdachlose und Polizisten. Übrigens zum Thema Heile Welt, dass auf der Modellbahn nicht falsch geparkt wird, gibt es dieses Jahr sogar Politessen, die falsch parkenden Autos aufschreiben. Das ist fies. Das ist fies. So sind wir nun mal. Ja, dann gibt es natürlich auch, ich weiß, im Schwabenland kann man wunderbar Motorrad fahren. Da gibt es herrliche Motorradstrecken. Ja. Und dem Thema haben Sie sich auch angepasst. Ja, ich bin selber begeisterter Motorradfahrer. Und wir haben vor 2011 in unserem Jubiläumsjahr schon 6 Motorräder rausgebracht und haben dann unglaublich viele Wünsche von motorradbegeisterten Modellbahnern bekommen und haben jetzt 6 weitere Maschinen nachgeschoben. Zum Beispiel eine Moto Guzzi Le Mans oder eine BMW R90, also richtige Motorradklassiker, jetzt als H0-Modelle erhältlich. Jetzt leuchten die Augen. Ja, jetzt leuchten sie. Die freuen sich schon wieder aufs Frühjahr, wenn ich wieder auf meine Maschine kann. Ja, dann springen wir wieder zurück zur Eisenbahn. Das haben wir auch direkt hier vor uns, die Modelle. Das sind ja auch neue Lasercut-Modelle, ja, einschließlich des Bahnhofs. Ja, also Lasercut ist für uns ein ganz, ganz wichtiges, starkes Thema geworden. Das betreiben wir wirklich mit Inbrunst, weil man kann mit offenen Augen durch die Lande marschieren und Dinge, die einem besonders gut gefallen, im Modell abbilden. Und wir haben gelernt, dass viele Lasercut-Modelle zu groß sind. Deswegen haben wir dieses Jahr auch versucht, kleinere Modelle, wie zum Beispiel diesen Haltepunkt am Zell oder wie dieses Reifeisenlagerhaus zu gestalten, für die man auch wirklich noch einen Platz auf seiner Modellbahnanlage findet. Wichtig ist es in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass unsere Modelle alle koloriert sind. Das heißt, die Farben, die Sie jetzt hier auf der Messe sehen, die sind nicht irgendwie aufwendig aufgebracht worden, um eine besonders schöne Messepräsentation zu schaffen, sondern die sind bereits so in der Packung koloriert und gealtert enthalten. Und das ist keine spezielle Showpräsentation, sondern direkt so erbastelt. So, und dann gibt es auch in Ihren Heimatland, sage ich mal Bundesland, ja auch viele Wasser und Flüsschen und so weiter. Auch da haben wir was ganz Tolles entdeckt, diese Gelgeschichten fürs Wasser. Ja, also Wassergestaltung ist für jeden Modellbahner eine der größten Herausforderungen. Und wir haben seit einigen Jahren diese Water Drops, das ist ein Granulat, was geschmolzen werden kann und dann ausgegossen wird. Und wir haben immer mitgekriegt, dass die Modellbahner oft Anwendungsprobleme haben. Da wird zum Beispiel Mamas guter Kochtopf verwendet und dann sind die Granulatreste da drin und Mama ist nicht ganz so glücklich darüber. Deswegen haben wir einen hitzebeständigen Kunststoffbehälter gefunden. Das Material ist bereits vorgeschmolzen da drin. Ich schiebe den Kunststoffbehälter in den Backofen und nach 45 Minuten kann ich das Wasser direkt ausgießen. Und das, was ich nicht benötige, lasse ich wieder hart werden und kann zu einem späteren Zeitpunkt weit wiederverarbeitet, wieder eingeschmolzen werden. Oha, sage ich da nur. Die machen es ja den Modellbahner wirklich leicht. Ist das eine echt schwäbische Idee, würde ich sagen. Ja, also
Wir haben selber Anwendungsprobleme bei uns im Anlagenbau. Und da lernt man sehr viel und überlegt, wie kann ich es einfacher und besser machen. Also ich finde es toll. Gute Idee. Ja, dann sind wir noch, nein, wir sind noch nicht ganz fertig. Oh. Um Gottes Willen. So schnell geht es nicht. So schnell kommen Sie mir nicht davon. Sie haben ja auch noch Blumen und Pflanzen im Angebot, die ebenfalls im Lasercut-Mini-Bereich da sind. Ja. Erst wunderschöne Sachen. Da kann der Modellbahner ja auch sicherlich richtig äsen drin. Ja, also die Lasercut-Produkte, gerade die Lasercut-Pflanzen sind sehr, sehr beliebt. Und wir haben ja vor 2-3 Jahren schon die H0-Pflanzen präsentiert. Und jetzt natürlich die TT-Freunde und die N-Freunde kommen jetzt einfach endlich auch in den Genuss dieser kleinen Miniaturpflanzen. So, und jetzt machen wir uns natürlich den Spaß wieder zum Schluss. Herr Doktor noch, wir können die Pflanzen ja auch nicht vertrocknen lassen. Ich würde sie jetzt symbolisch etwas gießen, damit dann also auch die Lasercut-Minis schön frisch auf der Anlage bleiben. Ich nehme das jetzt mal als Symbol dafür, dass wir alle hoffen, dass das Geschäft sich gut entwickelt, so begossen gut entwickelt und dass die Umsätze sich gut entwickeln. Und ich wünsche mir wirklich für unsere ganze Branche eine blühende Zukunft. Herr Doktor noch, besser hätte ich es nicht sagen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch, für die Neuheiten, die wir vorstellen durften. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Seien Sie gespannt. Dankeschön. Tschüss. Das war's wieder. 25 Minuten sind eine verdammt kurze Zeit, um Ihnen alle Neuheiten vorstellen zu können. Ich kann Ihnen aber versichern, wir bringen noch einen zweiten Teil hinten dran. Und den sehen Sie nächste Woche. Bis dahin verbleibe ich Ihr Frank Puttig.